Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge widmen wir uns der spannenden und oft gefragten Leitfrage, ob Google Ads eurer organischen Sichtbarkeit schaden können. Dazu schauen wir uns aber erst einmal vorab an, was Google Ads eigentlich sind. Dabei handelt es sich um bezahlte Werbung, die in den Google SERPs an besonders privilegierten Positionen ausgespielt wird. Geben wir als Beispiel nämlich mal Lieferdienst als Suchbegriff ein, sehen wir, dass die ersten drei angezeigten Positionen Ads sind, was ihr an dem Hinweis Anzeige erkennen könnt. Erst danach fängt quasi das organische Ranking an. Schaut man mal ein bisschen genauer hin, sieht man, dass der Lieferdienst, der organisch auf 1 steht, auch Google Ads schaltet. Das ist keine Seltenheit und wirft deshalb die Frage auf, ob eine direkte Korrelation zwischen bezahlter Werbung und organischer Reichweite besteht. Die organische Reichweite hingegen kann unter anderem mittels SEO-Optimierung an der eigenen Website vollzogen werden. Doch sind die bezahlten Werbekampagnen nun schädlich und haben sie einen direkten Einfluss? Dazu muss man ganz klar sagen, eine direkte Verbindung besteht hier nicht. Aber durchaus eine indirekte. In der Zeitspanne, in der ihr die Ads schaltet, können die Ads sogar einen positiven Einfluss auf die organische Reichweite haben. Denn wenn ihr mit eurem Produkt, Shop oder eurer Dienstleistung überzeugt und ein potenzieller Kunde durch die PPC-Anzeige auf euren Shop beispielsweise aufmerksam wird und überzeugt ist, wird er dann die nächsten Male den direkten Weg zu eurem Shop finden. Das sorgt einerseits für Traffic, aber auch Umsatz und ist somit positiv für euer Ranking. Doch wenn ihr eine ganze Weile Ads geschaltet habt und nun die Kampagnen komplett stoppt, dann kann es durchaus indirekt zu einem Rückgang der organischen Reichweite kommen. Das liegt daran, dass weniger Traffic auf eure Seite geleitet wird und das ein Indikator für Google sein könnte, daraus zu interpretieren, dass es zu einem Rückgang eurer Markenbekanntheit gekommen ist. Diese sollte unbedingt Monat für Monat gemonitort werden, um daraus die nötigen Veränderungen ableiten zu können. Welche Veränderungen das sein können, verraten euch dann sehr gerne unsere Google Ads Experten. Diese könnt ihr auf der Seite oben rechts kontaktieren und euch darüber hinaus einen Überblick über unsere angebotenen Leistungen machen. Nun bleibt noch eine Frage unbeantwortet. Warum sollte man Google Ads schalten, wenn man sowieso schon organisch auf 1 in den SERPs platziert ist? Die Antwort ist im Prinzip ganz simpel und lautet Sichtbarkeit. Denn je nachdem, wie viele Anzeigen für dieses Keyword ausgespielt werden, kann es sein, dass euer organischer Platz 1 nicht auf den ersten Blick einzusehen ist, sondern erst durch Scrollen erreicht werden kann. Wenn man beispielsweise Kleinanzeigen in die Google-Suche eingibt, erhält man nur eine Ads-Anzeige und zwar von eBay Kleinanzeigen selbst, obwohl diese auch organisch auf Platz 1 sind. Gibt man nun als Gegenbeispiel Kreuzfahrt ein, sieht man, dass wiederum 3 Anzeigen auf der ersten Seite ganz oben ausgespielt werden. Das heißt, hier muss man individuell schauen, für welches Keyword ohnehin das organische Ergebnis präferiert wird und wofür sich PPC-Kampagnen lohnen. Wenn ihr das analysieren lassen wollt, helfen euch die Experten von eBakery gerne weiter. Den Link zur Seite findet ihr in der Videobeschreibung. Zusammengefasst heißt das also, bezahlte Werbung auf Google kann auch euer organisches Wachstum vorantreiben. Habt ihr bereits lange Zeit Ads geschaltet und hört abrupt mit allen Kampagnen auf, kann das allerdings auch einen temporären Rückgang der organischen Reichweite bedeuten. Am Ende kommt das eine ohne das andere nicht aus, zumindest wenn ihr neu auf dem Markt seid. Deshalb ist sowohl eine Ads- als auch SEO-Strategie vonnöten. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, lasst ein Like und Abo da. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.